Ich freue mich auf die Geschenke, ich freue mich auf die Geschenke, ich hüpf, wenn ich daran denke. Sori sang vor sich hin, denn er hatte wirklich gute Laune. Und er hatte ja auch allen Grund dazu. Immerhin hatte es endlich begonnen. Was endlich begonnen hatte? Na, das, worauf Sori so lange gewartet hatte. Die Adventszeit. Es war Sonntag, der 1. Dezember. Und außerdem war es der 1. Advent. Advent, das heißt Ankunft. Das wusste Sori, weil Ninem es mal erklärt hatte. Aber eigentlich hatte er auch gar nicht weiter zugehört, denn es hatte ihn nicht interessiert. Damals im Kindergarten ging das ja noch. Da konnte man einfach mal weghören, wenn man keine Lust zum Zuhören hatte. Es war ja sowieso meistens nicht wichtig, was Ninem zu erzählen hatte. Zumindest sah Sori das so. Mu würde sich ja wieder schimpfen, wenn er es sagte. Darum behielt er es lieber für sich. Aber jetzt ging Sori in die Schule. Und wenn er nicht noch länger in der C-Klasse herumhängen wollte, das war bei ihnen in der Schule nämlich die Klasse mit dem niedrigsten Lernstand, dann musste er sich ranhalten. Er wollte doch unbedingt zu Mu in die Klasse. Aber Mu war in der A-Klasse. Und das war so weit weg. Die Schule war noch ein Grund, aus dem Sori sich so freute. Besser gesagt, dass er bald nicht mehr in die Schule musste. Zumindest fürs Erste. Denn wenn erst einmal Weihnachten war, dann waren auch Weihnachtsferien. Dann müsste er ganze 2 Wochen nicht mehr in die Schule. Er müsste niemandem mehr bei irgendetwas zuhören, wenn er nicht wollte. Aber Mu, der würde er natürlich immer zuhören. Ganz egal, was sie zu erzählen hatte. Selbst wenn sie mit ihm schimpfte. Oder vielleicht sogar ganz besonders dann. Denn dann waren ihre Worte ja nur für ihn bestimmt. Und das war eigentlich das Schönste, was es gab. Naja, es wäre vielleicht schöner, wenn es liebe Worte waren. Aber Mu zum Schimpfen zu bringen, war für ihn einfach viel, naja, einfacher. Es dauert noch ein bisschen, bis es Geschenke gibt, Sori. Stimmt, wenn du die ganze Zeit hüpfen willst, wird das ganz schön anstrengend. Und dann kannst du auch gar nichts essen. Für Chi war das natürlich keine Alternative. Ich will auch gar nichts essen. Ich will endlich wissen, ob ich das coole Skateboard bekomme, das ich mir gewünscht habe. Damit könnte ich Mu ganz bestimmt beeindrucken. Ich glaube nicht, dass du es bekommst, Sori. Was? Aber warum denn nicht? Sori hörte auf zu hüpfen. Stattdessen sah er ganz erschrocken zu seinem Bruder. Wie kam Markus nur auf so einen schrecklichen, gar grausamen Gedanken, er könnte nicht das bekommen, was er sich wünschte? Weil der Weihnachtsmann nur artigen Kindern Geschenke bringt. Und du bist gar nicht artig gewesen, Sori. Im ganzen Jahr nicht. Oh weh, du hast recht. Artig sein. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Oh je, was mache ich denn jetzt nur? Sie war immer artig. Sie hat immer ihren Teller aufgegessen. Du meinst, das Essen, das auf dem Teller war, richtig, Chi? Nein, Olaf, den Teller auch. Sicher ist sicher. Olaf machte große Augen und sah Chi an. Aber Chi fing an zu lachen. Chi hat einen Witz gemacht. Natürlich hat Chi den Teller nicht gegessen. Das ist gefährlich. Genau. Außerdem reicht es, wenn Sori dauernd Geschirr kaputt macht. Ey, so oft passiert das gar nicht mehr. Das letzte Mal war... gestern. Oh, stimmt. Bei meinem Dreifach-Looping. Du meinst bei deiner Bruchlandung. Ja, also, was mache ich denn jetzt nun? Ach Manu, ich wollte doch so gerne mein Skateboard. Mach dir keine Sorgen, Sori. Ich bin mir sicher, wenn du den Rest des Dezembers ganz artig bist und versprichst es auch im nächsten Jahr zu sein, dann bekommst du dein Snowboard. Skateboard? Ach ja, genau, dein Schinkenbrot. Markus, hör auf mich zu ärgern, das ist auch nicht artig. Ich war das ganze Jahr artig, ich darf mir das erlauben. Aber um es wieder gut zu machen, helfe ich dir beim Artigsein. Abgemacht? Oh ja, da mache ich mit. Wir nennen das Operation Artiger Sori. Chi, das ist ein schöner Name, da macht Chi mit. Sori war ganz gerührt. Er hatte den besten Bruder und die besten Freunde, die man sich nur wünschen konnte. Zusammen würden sie es ganz bestimmt schaffen, den Weihnachtsmann davon zu überzeugen, dass sie sich alle ihre Geschenke verdient haben. Natürlich ganz besonders er. Aber wie stellen wir das denn an? Wie ist man denn ganz besonders artig? Ich kenne mich damit doch gar nicht aus. Sori war in der Tat nicht sehr geübt darin, artig zu sein. Da kannte sich Mu besser aus. Vielleicht sollte er einfach Mu mal fragen. Aber das wäre doch viel zu peinlich. Auf der anderen Seite hat Ninem doch immer gesagt, wenn man etwas nicht wusste, sollte man fragen. Also wäre es doch artig zu fragen,
auch wenn es einem peinlich wäre. Oder? Ich hab's! Ich gehe Mu fragen. Kommt ihr mit? Ja, auf den Dachboden! Ich komme auch mit. Ich war schon lange nicht mehr da oben. Ich habe ja ein bisschen Höhenangst. Keine Sorge, Olaf. Ich werde dich beschützen. Wenn ich in der Nähe bin, brauchst du gar keine Angst haben. Sori war wirklich ganz besonders bemüht, artig zu sein. Das fand Markus richtig niedlich. Wenn er es auch schöner gefunden hätte, wenn Sori lieber artig gewesen wäre, weil es eben weniger Ärger machte. Und nicht nur, um Geschenke zu bekommen. Aber vielleicht würde Sori ja jetzt sehen, dass es eigentlich viel schöner war, gar keinen Ärger zu machen. Normalerweise wäre Sori sicher losgeflogen. Und er setzte auch schon zum Start an. Aber er sah Markus mahnenden Blick und blieb deswegen auf dem Boden. Stattdessen liefen sie alle zusammen in den Flur, um von dort zur Treppe zu gehen, die auf den Dachboden führte. Im Flur liefen sie fast in Vitus hinein, der einen Korb mit Wäsche trug. Hoppla, veranstaltet ihr einen Wandertag? Nein, wir gehen Mu und Alex besuchen, um Mu zu fragen, wie man artig ist. Vitus sah die vier etwas verwundert an. Sie wollten Mu fragen, wie man artig ist? Aber dann dämmerte es ihm, dass es etwas damit zu tun haben konnte, dass bald Weihnachten war. Dein Korb sieht ziemlich schwer aus. Brauchst du vielleicht Hilfe? Sori war wirklich bemüht. Das musste man ihm lassen. Nein, danke, Sori. Der Korb ist gar nicht schwer. Für mich jedenfalls. Aber für dich wäre er es. Aber wenn du möchtest, könnt ihr mir nachher beim Schmücken des Wohnzimmers helfen. Dabei kann ich jede Kralle und jeden Flügel gebrauchen. Einverstanden. Oh ja, das klingt sehr lustig. Jetzt müssen wir aber zu Mu. Bis später, Vitus. Bis später, ihr vier. Die vier gingen also die Treppe hinauf. Hätte es eine Tür gegeben, hätten sie sicher auch geklopft. Da es aber keine gab, klopfte Markus stattdessen mit seinem Schnabel gegen den Türrahmen. Das war lauter, als wenn man den Flügel dafür genommen hätte. Huch, Alex, pack schnell den Kalender weg. Aber wieso? Oh, Besuch. Geh du schon mal an die Tür, ich versteck den Kalender. Alex und Mu bastelten ein Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie. Die anderen sollten das aber natürlich noch nicht sehen. Oh, hallo, was macht ihr denn hier? Sori möchte dich was fragen, Mu. Genau, ich muss da nämlich was wissen und ich glaube, du kannst mir helfen. Mu drehte sich kurz zu Alex um und der zeigte ihr, dass sie reinkommen konnten. Er hatte das Geschenk sicher versteckt. Komm doch rein! Also kamen die vier in das große Dachbodenzimmer von Alex und Mu. Oft waren sie alle zusammen hier, weil es einfach das größte Zimmer war. Im Moment kam das aber seltener vor, weil sie nach der Schule oft lieber alle ein wenig Ruhe haben wollten. Außerdem legte sich Alex, wenn er nach Hause kam, oft nochmal zum Schlafen hin und danach lernte er noch ein bisschen. Die sechs Kinder setzten sich wie immer ans Fenster. Das Podest, das dort war, hatte eine Heizung darunter. Jetzt im Winter war das richtig praktisch, denn wenn es auch noch nicht schneite, war es draußen wirklich sehr kalt geworden. So kalt, dass ein warmer Boden wirklich schön war. Außerdem lagen auf der Tribüne Kissen und Decken. Ihren Karton hatten die beiden woanders hingestellt. Tagsüber war es nämlich viel schöner, sich hier in die Kissen und Decken zu kuscheln. Man konnte dabei sogar noch einen schönen warmen Kakao trinken. Was ist es denn, was du mich fragen wolltest, Sori? Ich helfe dir bestimmt gerne, wenn ich es kann. Mu half immer allen gerne. Sie war eben immer artig. Nun, vielleicht auch nicht immer. Das war wohl kein Kind. Manchmal musste man einfach ein bisschen Unsinn machen. Aber oft war das bei Mu wirklich nicht. Also, weißt du, Mu, das ist mir ein bisschen peinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bestimmt will er dich fragen, ob du ihn heiraten möchtest. So ein Unsinn, Alex. Das will er bestimmt nicht fragen. Wir gehen doch alle noch in die Grundschule. Naja, besser zu früh als zu spät, oder etwa nicht? Das musst du gerade sagen, wo du doch immer zu spät aufstehst. Hehehe, aber besser zu spät als nie. Entschuldigung, könntet ihr jetzt vielleicht wieder mir zuhören? Sori musste sich wirklich sehr anstrengen, so lieb zu sein. Normalerweise hätte er ganz doll mit Alex geschimpft und gemeckert. Aber für diese doofe Ameise würde er sein Skateboard bestimmt nicht opfern. Oh oh, doofe Ameise war gar nicht nett zu sagen. Aber er hatte es ja nicht gesagt, sondern nur gedacht. Das ging bestimmt in Ordnung. Und das hoffte er zumindest. Dieser Alex machte ihm wirklich ganz schön das Leben schwer. Das war ja nicht zum Aushalten. Oh, entschuldige bitte, Sori. Natürlich höre ich dir zu. Also, was möchtest du fragen? Also, weißt du, mir ist aufgefallen,
also eigentlich ist es Markus aufgefallen, dass ich dieses Jahr gar nicht mal so artig war. Und weil doch nur die artigen Kinder Geschenke bekommen vom Weihnachtsmann, habe ich jetzt Angst, dass ich gar keine bekomme, weil ich doch gar nicht artig war. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir Sori dabei helfen, artig zu sein. Ganz besonders artig, um genau zu sein. Ki, aber wir wissen gar nicht, wie das geht. Und deswegen sind wir zu dir gekommen. Genau, weil wir dich nämlich fragen wollten, ob du uns sagen kannst, wie man ganz besonders artig ist. Damit ich doch noch meine Geschenke bekomme. Und es kann bestimmt nicht schaden, wenn der Rest von uns auch ganz besonders artig ist. Man weiß ja nie. Genau, vielleicht bekommt Ki dann noch eine extra Portion Milch. Wieso? Bist du Kinderschokolade? Was? Nein, ich bin Ki. Das weißt du doch. Das war nur ein Scherz, Ki. Weil in der Werbung von... Ach, egal. Ich bin mir sicher, Mu kann euch helfen. Mu ist nämlich immer ganz besonders artig. Ich glaube, ich mache bei eurer Sache mit. Noch ein bisschen gutes Karma kann ja nicht schaden. Was willst du denn mit einer guten Kamera? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Oh, ich finde es aber toll, dass ihr euch alle so sehr bemühen wollt. Und das extra nur, damit Sori Geschenke bekommt. Ihr seid wirklich ganz tolle Freunde. Ich helfe euch natürlich sehr gerne beim besonders artig sein. Oh, danke, Mu. Du bist die Beste. Und vor lauter Freude sprang Sori auf und drückte Mu ganz fest an sich. Sogar einen Kuss drückte er ihr auf die Wange. Und wenn Mu nicht sowieso schon ganz rosa gewesen wäre, dann wäre sie es jetzt ganz sicher geworden. Oh, ups. Das war sicher nicht sehr artig, oder? Aber Mu lachte. Ist schon okay, Sori. Und so kam es, dass sie nun alle zusammen mit Mu einen Plan schmiedeten, dessen Ziel es war, dass sie bis Weihnachten alle ganz besonders artig sein würden. Angefangen damit, dass sie Vitus dabei helfen würden, das Wohnzimmer zu schmücken. Aber das vertröstete Vitus die Kinder, musste leider noch ein paar Tage warten. Er hatte nämlich kurzfristig für sein Buch noch eine Idee gehabt. Und die musste unbedingt aufgeschrieben werden. Aber weil sie so eifrig und artig gefragt haben und sich auch ganz brav daran hielten, das Wohnzimmer auf keinen Fall alleine zu schmücken, bekamen sie alle einen extra großen heißen Kakao. Der erste Schritt der Operation Artiger Sori war also gelungen.